Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima, der glaube ich mittlerweile 35. und es geht voran, Leute. Wir sind mittlerweile schon im zweiten Gebiet, also sind wir schon ein bisschen länger, aber für die, die vielleicht neu dazugekommen sind, wir sind im zweiten Gebiet und machen jetzt mit der Quest weiter. Na, bist du? Die Großzügigkeit von Fürstin Sanyo. Genau, das werden wir jetzt machen. Bin auch schon dort, habe mich hin teleportiert und ja. Wir werden jetzt mal schauen, was die Gute zu sagen hat, wenn wir sie dann gleich finden. Ah, die ist da oben, okay. Schauen wir mal hier rauf. Darf ich euch helfen, mein Herr? Nein, brauchst du nicht, danke. Und Leute, wenn es euch gefällt, ihr wisst ja, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich würde mich sehr, sehr Willkommen. Freuen. Möchtet ihr einen Tee? Ja, hau mal her hier. Ihr wollt etwas trinken? Mit mir? Nein, nicht wirklich. Ich bin nur höflich. Wir sind ehrlich. Eure Hilfe. Mir wurde eine Karte gestohlen. Ich brauche sie zurück. Kenji lobt euer Geschick über alle Maßen. Ich begehe keine Untaten für euch, Fürstin Sanjo. Auch wenn Kenji euer Freund ist. Versteht mich richtig. Die Karte zeigt die Standorte der Lebensmittellager. So versorge ich die Menschen in Toyotama. Ich soll also den Dieb finden. Oh, ich weiß, wo er ist. Er versteckt sich in einer Spelunke am Drei-Wege-Quell. Ihr sollt nur die Karte zurückholen. Ich sehe, was ich tun kann. Doch wenn ihr mich belügt. Fürst Sakai, ich bin eine überaus ehrliche Haut. Fragt den Letzten, der meine Aufrichtigkeit in Frage stellte. Sein Kopf liegt jetzt draußen bei den Schmeißfliegen. Genau, die Großzügigkeit von Fürstin Sanyo. Ich hoffe, man spricht das richtig aus. Seid vorsichtig. Viele kennen den Dieb der Karte und wissen, wozu ich bereit bin, um sie zurückzubekommen. Reise zum Drei-Wege-Quell. Schauen wir doch mal auf die Karte, wo das ist. Das ist hier oben. Okay. Würde ich sagen, wir porten uns mal hierher. Und dann schauen wir mal, ob wir die Karte finden können. Übrigens jetzt das zweite Gebiet, aber glaube ich, habe ich schon gesagt. Okay, den wollte ich eigentlich nicht, weil ich den Kurzbogen nehmen. Bleibt aber auch nicht stehen, das blöde Schwein. Jetzt ist es weg, oder? Wahrscheinlich. Ja, es ist weg. Können wir den Vogel abschießen? Ich glaube, das haben wir schon mal probiert. Es geht nicht. Schade. Okay, hier ist auch schon der Drei-Wege-Quell. Das ist der Drei-Wege-Quell. Wo ist die Spelunke? Suche die Spelunke. Thank you.
wo dies wohl hinführt. Wir schauen einfach mal. Suche in der Gegend nach der Spielhölle. Aha, okay, das könnte hier sein. Das muss die Spelunke sein. Wird verlassen. Hallo? Die Karte gehört mir. Geht weg. Ich bin Jin Sakai. Macht auf. Ja, und ich bin Amaterasu, Göttin der Sonne. Nein! Ich muss anders hineinkommen. Hallo? Ich kann mich gar nicht festhalten. Okay, ich muss irgendwie einen Weg da reinfinden. Hat das eine Leiter? Kann ich die runterschießen? Nee. Wenn ich jetzt weggehe, müsst ihr mir eigentlich sagen, dass ich zurückkehren soll. Oder muss ich eventuell warten, bis der rauskommt? Oben wäre aber was zum Festhalten, glaube ich. Aber man kommt jetzt hier auch nirgends rauf, oder? Hä? Na, probieren wir jetzt mal anders. Ah, jetzt habe ich es gesehen, okay. Man kann sich da oben festhalten. Ich habe gedacht, eventuell, dass wir irgendwo uns verstecken müssen und warten müssen, bis der rauskommt. Okay. Ihr müsst Amaterasu sein. Wo ist die Karte? Vergebt mir, mein Herr. Ich habe sie nicht. Ronin haben mich hierzu angestiftet. Ich sollte euch hereinlocken. Eine Falle. Sie wissen, dass euch Fürstin Sanjo schickt. Sie wollen die Karte gegen Geld eintauschen. Samurai, kommt heraus. Ich habe ein Angebot für euch. Bleibt hier. Ja, mein Herr. Warte, gucken wir erstmal, ob sie noch was. Ah, gibt es nämlich noch Vorrede. Vorrede. Wie ich höre, sucht ihr nach der Karte von Fürstin Sanjo. Ich könnte sie euch verkaufen, wenn der Preis stimmt. Wir sind zwei, okay. Du kriegst keinen Cent von mir, Mensch. Kein Penny. Ich verhandle nicht mit dir. Kein Yen. Mag sein, aber ihr erledigt Botengänge für sie. Gebt mir sofort die Karte, oder ich hole sie mir.
Und man sagt, ihr hättet keinen Sinn für Humor. Ihr seid in der Unterzahl. Ihr wollt die Karte? Bezahlt dafür. Ich frage nicht nochmal. Tötet ihn! So, haben wir das jetzt geklärt, oder? Die Karte haben. Hier ist sie. Haben wir das jetzt geklärt, oder? Okay, alles klar. Hier dann bevor die Idee. Schauen, was der noch sagt. Kehrt heim. Hab Dank, mein Herr. Okay, wir porten natürlich zurück. Puma verstanden. Ich habe eure Karte. Ich hoffe, es war nicht zu beschwerlich. Nein, kein Problem. Schließlich hungern die Menschen von Toyotama. Und ihr gebt ihnen Nahrung. Nicht wahr, Fürstin Sanjo? Ich sagte doch, dies ist mein Zuhause und mein Volk. Es verhungert. Ich kann und ich werde es ernähren. Dann halte ich mich daraus. Danke, Fürst Sakai. Okay, abgeschlossen. Mal hier oben schauen, ob hier vielleicht noch irgendwas ist oder so. Ja, sieht nicht so aus. Ja, da ist komische Strohhüte drin. Okay. Okay, die 6 Klingen, da müssen wir noch. Einen müssen wir noch erledigen. Ne, 2 müssen wir noch erledigen. Die anderen haben wir schon. Dann machen wir dabei hier weiter. Eine unschuldige Diebin. Was ist los? Meine Tochter ist verschwunden. Ich habe sie seit Tagen nicht gesehen. Ist sie fortgelaufen? Das würde sie nicht tun. Bitte, findet sie. Meine Mutter war wie ihr. Hätte alles getan, um mich zu schützen. Dann versteht ihr mich. Wo saht ihr sie zuletzt? Am Dojo. Ich bin früher fort. Sie wollte nachkommen, ist aber nie zu Hause aufgetaucht. Okay. Ich werde tun, was ich kann. Schauen wir mal, ob die noch lebt. Eine unschuldige Diebin. Bestimmt erinnert man sich dort an sie. Okay, wir untersuchen mal das Dojo. Wer hat den Hund ins Dojo gelassen? Ich muss ein Mädchen namens Kuma finden. Ich kenne niemandes Namen. Will ich gar nicht. Lasst mich in Ruhe.
Kennt ihr ein Mädchen namens Kuma? Die Tochter der Händlerin? Ja, ich kenne sie. Habe sie aber seit Tagen nicht gesehen. Ich muss sie finden. Tut mir leid. Ich kann euch nicht helfen. Okay. Muss irgendwo hier drin noch... Ah, da hinten. Ich suche ein Mädchen namens Kuma. Mädchen, Jungen, Hühner, ich hab alles. Wenn der Preis stimmt, kannst du sie nennen, wie du willst. Na super. Sprich mit den Ronin im Dojo. Hey, Krieger, hier drüben. Ich weiß, nach wem ihr sucht. Ihr kennt Kuma? Ja, doch hier können wir nicht reden. Kommt mit. Ich wusste, es klang zu gut, um wahr zu sein. Da stimmt etwas nicht. Ihre Mutter vermisst sie seit Tagen. Hier können wir ungestört sprechen. Schauen wir doch mal, was sie zu sagen hat. Kuma ist eine Freundin. Als ich sie zuletzt sah, ging sie mit einem Mann fort, der ihr Arbeit versprach. Was für eine Arbeit? Ein Gasthaus zu führen. Sie wollte für ihre Mutter etwas Geld verdienen. Sie verbot mir die Überraschung zu verderben. Wo ist das Gasthaus? Das Numanaka-Gasthaus an der Hauptstraße. Okay. Ganz schön weiter Weg und schon wieder ein neues Update installiert. Wir werden mal von hier aus dorthin gehen oder hinreiten. Könnte das da hinten sein? Ist da jemand? Die Jagd ist vorbei! Er gehört uns! Mit keiner Zeit für euch, Mensch! Können wir später machen? Ist echt ein bisschen sauberer kämpfen.
gehört. Wer ist es? Ich komme gleich. So also ein bisschen looten hier. Irgendwo ist ja noch einer. Draußen. Sonst bist du Ruhe sein. Bitte. Sie haben mich dazu gezwungen. Ich wollte nie jemanden schaden. Geh zu deiner Mutter zurück. Wozu gezwungen? Leute auszurauben. Ich musste am Straßenrand warten und um Hilfe rufen. Die meisten haben angehalten. Einige wollten helfen, andere. Es ist vorbei. Ich bringe euch heim. Bringe Kuma in Sicherheit. Wir müssen hier rüber. Kuma, Mutter. Okay. Das ist Irrsinn. Ich glaube, der will einen Fight. Ergebt euch und bleibt am Leben. Mädchen, Jungen, Hühner, ich hab alles. Wenn der Preis stimmt, kannst du sie nennen, wie du willst. Das muss ich beenden. Kein Problem. Ich habe gern geholfen. Wie habt ihr uns gefunden? Ich bin euch gefolgt. Sah, wie ihr mit diesem Ronin sprach. Als ihr fort wart, habe ich ihn selbst angesprochen. Das war mutig. Ronin sind gefährlich, unberechenbar. Das ist nichts im Vergleich zu der Angst, sein Kind zu verlieren. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Okay, Quest abgeschlossen. Da müssten wir so weit in dem Dorf alles haben. Loot hat er nicht. Okay. Unten wäre noch was. Komm, dann gehen wir mal dahin. Schauen wir uns die Quest mal an. Obwohl, warte mal, wir könnten jetzt... Der ist hier oben, den können wir aber nicht hinporten irgendwie. Aber wir könnten hinreiten. Komm, das probieren wir jetzt einfach mal, ob wir den schnell killen könnten. Vielleicht, wenn wir ohne Zwischenfall hinkommen. 730 Meter.
Jetzt wäre nämlich unser Karma hier voll. Ich muss schauen, wie wir da hinkommen. Ohne angegriffen zu werden am besten. Zeigt mich hier runter an. Dort hinten. Wie komme ich da am schnellsten hin? Das Lager werden wir natürlich nicht machen. Bin gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, hier irgendwo muss es sein. Unten steht ja. Okay, wie komme ich hier runter? Nein, nimm mal diese blöde Flagge. Was ist denn jetzt mit dir? Fürst Sakai, danke fürs Kommen. Okay, dann probieren wir mal. Wollen wir mal, dass der Damage richtig reinhaut. Und den schnell erledigt. Okay, das ist nicht so gut. Dass dies nur ein Auftrag ist. Mach halt extrem Schaden. Das ist jetzt schwierig. Ah.
Ihr versteht hoffentlich, dass dies nur ein Auftrag ist. Ey, das verstehe ich immer nicht, warum er da nicht blocken tut. Ah, das ist beschissen. Warum blockt er mir denn nicht? Ich habe halt jetzt gar kein Adrenalin. Warum blockt er dich? Blockt er dich? Das ist zum Kotzen. Ihr versteht hoffentlich, dass dies nur ein Auftrag ist. Das ist beschissen. Wenn er einfach in der blöden Kampfanimation drin ist und dann nicht mehr blocken kann. Ja, das meine ich. Er blockt nicht. Ja, das meine ich. Der blockt einfach nicht. Ihr versteht hoffentlich, dass dies nur ein Auftrag ist. Da, Block, das ist beschissen. Da, das ist doch scheiße. Warum macht er das denn nicht? Ihr versteht hoffentlich, dass dies nur ein Auftrag ist. Das ist doch scheiße. Mein Gott. Das ist beschissen, ganz ehrlich. Das ist richtiger Scheißdreck. Verstehe, warum er das nicht wegblockt. Da muss ich komplett ausweichen vielleicht. Ihr versteht hoffentlich, dass dies nur ein Auftrag ist. Yeah.
Na! Okay, mach's mal mehr mit Ausweichen. Das ist so ein Scheiß! Ihr versteht hoffentlich, dass dies nur ein... Okay, den hätte ich. Also mit dem Blocken ist er gar nicht hingehauen. Der ist immer durchgekommen. Okay, dann hätten wir den schon mal. Wir machen einen Portpunkt, das ist schon gar nicht schlecht jetzt eigentlich. Okay, würde ich sagen, machen wir jetzt aber hier unten weiter, dass wir hier unten mal das ein bisschen fertig kriegen. Einmal hierher und dann hierher. Ihr wisst, was passiert ist. Sagt schon. Wir wissen gar nichts. Ich will antworten. Ihr wagt es, uns zu drohen? Untersuche das Gebiet. Ein wohlhabender Mann hat alles. Okay. Der hier oben. Mein Herr, vielleicht könnt ihr sie zur Vernunft bringen. Sagt mir, worum es hier geht. Wir schauen mal. Mein Herr, ich bin Saburo, ein höchst respektierter Händler in Umugi. Ihr wollt meinen Respekt? Verdient ihn. Warum bedroht ihr diese Menschen? Meine Familie wird vermisst. Und diese Menschen wollen nicht sprechen. Etwas Furchtbares ist passiert. Eure Familie war hier? Ich hatte arrangiert, dass man uns hier wegbringt. Wir sollten uns hier treffen und danach Iki. Das ist unmöglich. Die mongolische Flotte überwacht die See. Ich bezahlte ein paar Schmuggler, um uns hier wegzubringen. Unanständiges Volk. Aber sie halfen vielen Familien seit der Invasion. Meine Frau Aki war verängstigt. Und der kleine Yotaro weinte ständig. Ich musste etwas tun. Nun wird eure Familie vermisst. Genau wie die Schmuggler. Und diese Menschen wissen etwas. Ich werde es herausfinden. Ihr verhaltet euch ruhig. Ja, mein Herr. Aber seid bloß nicht zu milde. Okay. Hergehört, kommt her. Ich muss mit euch reden. Dieser Mann sagt, seine Familie war kürzlich hier. Habt ihr sie gesehen? Gar nicht? Hat jemand von Schmugglern gehört, die sichere Überfahrt von Tsushima versprechen? Mein Herr, ich denke, ich sah sie. Eine Frau und ein kleines Kind mit einem Spielzeug. Wo sind sie hin? Ich habe sie nicht weggehen sehen.
So jemanden habe ich nicht gesehen. Ich will es von jedem Einzelnen hören. Boah, jetzt muss ich mit Ihnen reden hier. Bitte schlag mich nicht. Ich weiß rein gar nichts. Reden Sie davon, von der Insel zu fliehen? Das ist nur was für die Reichen. Fragt Jota. Ihr habt doch mit einigen Familien gesprochen, Jota. Ich bin erst seit gestern hier. Ehrlich. Er läuft davon. Schnappt ihn. Du, halt! Ich weiß überhaupt nichts. Verschont mich, mein Herr. Bleib stehen, du Narr. Ich war es nicht. Los, rede. Die Schmuggler waren hier. Sie führten Frau und Kind des Händlers weg. Ich bin ihnen gefolgt, wurde aber erwischt. Sie sagten, wenn ich auspacke, dann sterbe ich. Ich verspreche, dazu wird es nicht kommen. Wo haben die Schmuggler sie hingebracht? Nach Westen. Da ist ein Wachturm an der Küste. Ich glaube, da wollten sie ihr Boot treffen. Okay. Wir schauen mal auf die Karte. Da oben. Okay, dann gehen wir hier hin. Der Wachturm. Die Schmuggler sind in der Nähe. Keine Spur von Saburos Frau und Kind. Seid ihr so feige? Seid ihr frei. Okay, das ging doch. Ah, ihr habt uns gerettet. Ihr seid jetzt sicher. Ich verstehe das nicht. Sie sagten, da wäre ein Boot für uns. Das ist doch ein Boot. Kein Weg von der Insel. Sie wollten euer Geld stehlen und euch töten. Waren eine Frau und ein kleiner Junge bei euch? Nein, nur wir. Geht nach Hause. Saburos Familie könnte noch in der Nähe sein. Wir schauen mal, vielleicht sind sie in dem Haus irgendwo drin. Ach, kehre zum Suchgebiet zu. Wir schauen trotzdem mal hier rein. Gibt es nämlich vor die Idee. Bisschen Matz, ist nie verkehrt. Na, hier ist jemand, oder? Wer ist das? Ein Strohhut. Okay. Haben die vielleicht noch ein bisschen was? Vorräte. Vorräte. Er hat nichts. Schauen wir uns im Boot rein. Hier ist was.
Frau und ein Junge kürzlich getötet. Ein Spielzeug. Vielleicht erkennt Saburo es wieder. Er muss es erfahren. Okay, ich kehre zu Saburo zurück. Porten natürlich gleich hier hin. Schauen wir mal, ob das die überhaupt sind. Mein Herr, etwas von euren Jagdzügen anzubieten? Mein Herr, habt ihr meine Familie gefunden? Ich fand dies. Das ist Jotaros. Okay, ist seine Familie? Ich verstehe nicht. Die Schmuggler. Sie haben gelogen. Es gab gar kein Boot. Nein. Jeder in Umugi weiß, wer ich bin. Niemand würde... Oh, doch. Eure Familie ist tot. Ich habe die Verantwortlichen getötet. Ihr habt sie nicht gerettet. Was für ein Samurai seid ihr? Ihr alle... Ihr habt uns verraten! Ihr wart das! Ihr wart das! Saburo, wir müssen zusammenhalten. Nehmt, was euch an Geld bleibt und helft diesen Menschen, sich zu wehren. Aber zuerst, begrabt eure Familie. Okay. Leider nicht so gut ausgegangen für den Saburo. Gut, damit würde ich sagen, machen wir jetzt aber auch an der Stelle Schluss. Ist doch schon wieder gut 50 Minuten. Und ja, machen wir in der nächsten Folge natürlich weiter. Dann schauen wir mal, was es noch für so Aufgaben gibt. Es gibt noch einige oder gibt noch ganz viel zu tun. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Genau, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Reingehauen, euer Andi.